Freunde und ganz, ganz herzlich willkommen beim nächsten Starlog. Ja, heute geht's um das St. Patrick's Day Event. Das ist jetzt noch bis zum Montag verfügbar und ich will euch ganz kurz aufklären, worum es sich dabei dreht, was ihr da machen könnt oder auch nicht machen könnt. Und zwar, wenn ihr auf die ganz normale Homepage geht, ich kann mal hier aktualisieren, dann seht ihr hier oben St. Patrick's Day Promotion. Da klickt man mal hier drauf und dann seht ihr schon, es ist alles in einem wunderschönen Grün. Da mein Kanal selber ja auch in Grün ist, passt das natürlich wunderbar. Und zwar, ihr könnt hier was gewinnen tatsächlich. Es gibt da einen Contest, den zeige ich euch gleich, und da gibt es hier ein paar Preise. Und zwar gibt es als ersten Preis eine Constellation Phoenix, und zwar in der Emerald Variante, also quasi in diesem wunderschönen Grün. Das sieht so ein bisschen, ja, so, ich weiß nicht, Emerald ist ja so ein Diamantgrün, so ein bisschen bläulich-grün fast. Also die könnt ihr auf jeden Fall gewinnen. Das ist eine LTI-Variante, also Lifetime-Versicherung. Dann gibt es als zweiten Platz die Vanguard Hopelite, ebenfalls in so einem Grün gehalten hier. Und wir haben noch als dritten Platz eine Gladius Valiant, auch alles mit LTI. Und was ihr dazu machen müsst, das zeige ich euch gleich. Noch ganz kurz den Rest. Es gibt nämlich auch noch ein paar Special Chips oder Game Packages, die ihr euch kaufen könnt in diesem Event. Ich habe jetzt die Preise jetzt nicht verglichen. Die werden wahrscheinlich ein bisschen teurer sein als die normalen, weil es halt ja Special Varianten sind. Bin mir jetzt aber gerade nicht sicher, ob die wirklich teurer sind. Nee, warte, das stimmt gar nicht. Die sind nicht teurer. Das sind nur quasi andere Varianten. Also auf jeden Fall gibt es hier zum Beispiel die Starfarer. Das ist allerdings im Prinzip die ganz normale, das heißt, die ist nicht irgendwie angegrünt oder so. Dann gibt es diese Phoenix, könnt ihr euch auch kaufen, wobei die ist schon ausverkauft. Ich weiß nicht, ob da nochmal neue reinkommen. Und das ist auch hier ganz, ganz wichtig zu wissen, eine Warbond Edition. Ja, das heißt, diese Phoenix hier könnt ihr nicht mit Store Credits kaufen, diese kann nur mit Frischgeld gekauft werden und es ist auch kein Package dabei. Also es ist im Prinzip nur die Phoenix, eine Lifetime-Versicherung und der Hangar Revel in York. So, die anderen Schiffe, warte mal ganz kurz rüberschauen, die sind alle normal, also nicht Warbound, das heißt, die könnt ihr euch mit Store Credits kaufen. So, das heißt, hier habt ihr also ein paar Schiffe, hier gibt es eben auch diese Mustang in diesem grünen Ton. Ich weiß gar nicht, wie es die normale aussieht. Könnt ihr einfach nachgucken. Das ist die Mustang Delta St. Patrick's Day Special. So, ne? Oder hier eben auch diese anderen Schiffe. Also die ihr auch gewinnen könnt, die könnt ihr euch hier kaufen. Und dazu noch gibt es die Harbinger. Die kann man sich auch noch holen. So viel vielleicht mal dazu. Dann würde ich euch mal ganz kurz diesen kleinen Contest zeigen. Das sieht dann, das sieht dann so aus, also hier erklärt der Zylo von CIG, wie das Ganze funktioniert. Also im Prinzip ist es ganz, ganz simpel, ihr macht einen Screenshot und ladet den hier als Antwort einfach hoch. Und da sind schon einige da, die könnt ihr euch hier angucken und ihr votet die im Prinzip dadurch, dass ihr hier auf Like drauf drückt. Ne? Könnt ihr euch hier ein bisschen durchwursteln. Ich finde es ein bisschen unglücklich gelöst, weil das Problem ist, die Seite hier ist sortiert nach Likes. Das heißt, wer schon viele Likes hat, ist auch weit oben. Das wiederum heißt, er wird schneller gesehen und kann dadurch mehr Likes generieren. Das ist so ein bisschen unglücklich. Ich weiß nicht. Also, ob das die richtige Lösung ist, sei mal hingestellt. Ich hätte es anders gemacht. Ich hätte die ganzen Screenshots quasi gesammelt und dann zack, an einem und demselben Tag rausgehauen. Und da hätte jeder die gleiche Chance gehabt. Nun ist es natürlich wirklich schwierig, wenn man jetzt ein neues Bild quasi hochlädt. Hier sind schon, ihr seht hier unten 178 Bilder eingeschickt worden. Ist jetzt natürlich ausgesprochen schwierig. Da hat man ja quasi nur sein eigenes Like drauf, da noch irgendwie aufzufallen, denn ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber wer scrollt 178 Seiten? Klar, man kann ganz nach unten klicken, so, da sieht man hier die allerneuesten, aber ja,
gut. Ich habe ja auch eins hochgeladen, das kann ich euch mal kurz zeigen. Das ist dieses Bildchen hier, ich habe schon 2 Likes sogar. Da habe ich so einen kleinen Kobold hier ins Cockpit reingesetzt, habe das Schiff in grün gefärbt, den Laser hinten auch in grün, die Lichtchen so ein bisschen grün. Habt ihr so einen kleinen Blendeffekt, also ihr wisst ja, ich mag Photoshop und habe so ein bisschen da rumgewurschtelt mit Photoshop. Und noch hier ein St. Patrick's Day Logo. Und habe halt geschrieben, das ist hier meine Version einer St. Patrick's Day Avenger. Weil ich das eigentlich, ich finde, die sieht ziemlich cool aus, so in grün. Ganz lustig eigentlich, und der kleine Kobold hier. Könnt ihr mal hier durchgucken. Könnt auch meins gerne voten, wenn ihr wollt, wie ihr mögt. Ja. Und ihr könnt natürlich, wie gesagt, einfach teilnehmen, einfach nur hier einen Screenshot hochladen, schreibt irgendwas Nettes dazu und ihr nehmt automatisch dann daran teil. So. Die Regeln gibt es ja auch nochmal extra zu lesen. Das lese ich euch jetzt hier nicht vor, das ist alles, ja, könnt ihr euch in Ruhe mal angucken. Ist jetzt, wie gesagt, nur ein kleines, lustiges St. Patrick's Day Event, also nichts Weltbewegendes, aber dadurch, dass man hier mal ein Schiffchen abstauben kann, mit bisschen Glück oder auch mit bisschen Können, je nachdem, wie die Photoshop-Skills so sind. Ich weiß gar nicht, ob Photoshop-Bilder überhaupt hier legitim sind, ich glaube aber, da hat niemand was dagegen. Ich finde das auf jeden Fall sinnvoller als irgendwelche Standard-Screenshots, die kann ja jeder schießen. Naja, egal. Ich würde sagen, so viel erstmal dazu. So, da wollen wir nochmal ganz fix auf die Roadmap schauen für die 3.1. Die ist ja jetzt auf der Evocati. Hier steht es auch drauf. PTU-Version 3.1.0 Evocati. Nochmal zur Info, das bedeutet, dass ihr nicht daran teilnehmen könnt, sondern nur die Evocati-Tester, die, weiß ich nicht, handerlesen sind, kann ich euch nicht sagen. Aber das wiederum bedeutet auch, dass der Patch sehr, sehr bald auf den PTU kommt, also auf den normalen PTU. Wenn ihr dann subscribed habt, das Spiel, dann bekommt ihr auch sofort Zugang zum PTU und könnt sofort die 3.1.0 testen, bis sie dann irgendwann auf Live-Server kommt. Ich vermute mal, wir haben heute den 16. März, das heißt, also vermutlich, ja, ne Quatsch, den 17. März haben wir, ich lese hier oben ab, 17. März haben wir heute, also ich denke mal, nächste Woche wird der PTU starten, lassen wir uns mal überraschen, aber allzu lange dauert das in der Regel ja nicht. So, mal ganz kurz schauen, was wir jetzt hier haben, also wir haben den Character Customizer, der ist fertig, die Light Improvements vom Helm sind fertig, Locations, gut, das ist das Planetenzeug hier, da werden sie noch lange dran sitzen, aber wobei, sie haben schon 24 von 28, also auch das geht, das ist ganz gut. Gameplay-technisch sind sie auch schon recht weit. Die Service Beacons sind so gut wie fertig. Ihr seht es, 24 von 28. Dann haben wir hier die Visor and HUD Displays, die sind fertig. Die Balance Tuning Geschichten sind von 2 von 3 fertig, also auch schon sehr, sehr weit. Die Personal Manager App ist fertig. Die Ship Waffen Balance, ja, 3 von 5, also knapp über die Hälfte, wird noch ein bisschen dauern. Aber der Ship Damage ist auch schon fertig. Fertig heißt hier im Polishing, also das ist, ein Meister ist nie fertig, hat mein Kunstlehrer früher immer im Unterricht gesagt und das stimmt auch, also Polishing heißt aber, sie sind quasi fertig und es wird nur noch ein bisschen drüber gewurschtelt, noch ein bisschen verfeinert und so weiter, ne? So, AI ist auch fertig, wir haben hier die Schiffe, da wurde auch nochmal, glaube ich, aktualisiert, wir haben hier die Aopora Nox Q, also dieses Alien Bike ist auch so gut wie erledigt. Die Aegis Reclaimer hat noch ein bisschen was vor sich. Die Terrapin hingegen ist sehr, sehr weit schon, also noch 5 Tasks. Ich weiß nicht, wie lang so ein Task ist, wie groß das ist, aber ihr seht, also 35 von 40, das ist auch fast erledigt. Die Razor ist ebenfalls fast durch. Der Cyclone ist ebenfalls fast durch, also das kommt alles rechtzeitig. Die Waffen sind alle schon fertig hier, wie ihr seht, alles im Polishing. Und dann haben wir hier unten noch Cortec und da haben wir die Performance Optimization und die ist ebenfalls so gut wie fertig. Und ich habe festgestellt, dass der Live-Server sehr, sehr viel besser aktuell läuft als sonst. Also offenbar haben sie da schon irgendwas gehotfixt oder irgendwas gemacht. Ich kann es euch jetzt nicht genau sagen, aber auf jeden Fall läuft es sehr, sehr performant aktuell. Schaut es euch einfach mal an. So, das heißt also für die 3.1 steht uns eigentlich kaum noch was im Wege. Die meisten Dinge sind fertig. Und demzufolge wird der PTU also sehr, sehr zeitnah auch live gehen. Hoffen wir es einfach mal und hoffen wir, dass der PTU auch halbwegs gut läuft. PTU ist immer so ein bisschen schwierig, aber sobald wir da Zugang haben, machen wir dann dort das Let's Play weiter auf dem PTU oder eher dann als Let's Show, werden wir mal sehen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, viel Glück beim St. Patrick's Day Event und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.